Willkommen bei Rotopia. Ich bin Lisa und heute gibt es eine Mango-Maracuja-Torte auf Kokosboden. Vegan, weil keine Tierprodukte, keine Eier, keine Milchprodukte drinnen, keine Butter, kein Zucker drinnen und kein Gluten, keine Getreidearten und nicht mal Nüsse. Nur Kokosnuss, aber das gilt ja eigentlich nicht so ganz. Als erstes werde ich den Tortenboden machen und dann die Füllung und dann das Ganze kombinieren. Und als Dekoration werde ich Blaubeeren drauf verteilen, die sind optional. Wenn man keine hat oder nur gefrorene bekommt, dann muss das nicht sein, schaut aber sehr nett aus. Folgende Zutaten. Für den Boden gibt es Kokosflocken, die sind gerieben, damit sie feiner sind. Hier Datteln, damit die Kokosflocken zusammenhalten. Die Datteln habe ich auch schon im Mixer vorbereitet. Dann Vanille, das ist ein Vanilleextrakt, selbst gemacht aus Wasser und Vanilleschote. Hier ist die Schote. Und dann noch ein bisschen Salz. Für die Füllung brauchen wir Mangos und Zitrone. Hier die Maracuja oder auch Passionsfrucht genannt. Wenn man die nicht bekommt, macht nichts. Kann man einfach Mango-Torte machen ohne Maracuja. Hier als Dekoration die wunderbaren Blaubeeren. Und damit das Ganze nicht zerfließt, habe ich hier Irish Moss. Irish Moss ist eine Alge, die in Wasser eingeweicht wird und aufquillt. Und dann die gleichen Eigenschaften hat wie Gelatine, aber eben pflanzlich ist. Und außerdem sehr, sehr viele positive Nebeneffekte hat. Zum Beispiel ist es gut für die Schilddrüse, wenn ich mich nicht täusche. Und wenn es ordentlich abgespült ist, schmeckt es auch überhaupt nicht nach mehr. Und dann haben wir hier noch Kokosöl und ein bisschen Lecithin hier. So, also wir geben hier die Kokos rein und die Datteln. Dann geht's los. Als nächstes verteile ich jetzt den Teig in der Tortenform. Ich habe da eine zweiteilige Form, die besteht aus einem kreisrunden Bodenblech und einem gewellten Rand. Und das Praktische an der Form ist, dass man dann die Torte viel leichter rausbekommt, als wenn das ein einziges Teil wäre. Und so kann man die dann einfach herausheben und sie immer noch auf dem Bodenblech sitzen lassen. Wenn der Boden fertig ist, schön verteilt ist, gleichmäßig und auch auf den Rändern raufgezogen wird, werde ich ihn jetzt bis auf Weiteres im Kühlschrank rasten lassen, damit Kokos und Datteln sich noch weiter verbinden. Als nächstes mache ich die Tortenfüllung. Dafür habe ich schon begonnen, Mangos aufzuschneiden und die Kerne und Schalen vom Fleisch zu trennen. Ich versuche da möglichst viel von den Kernen runterzubekommen, klarerweise. Manchmal kann das auch ein bisschen eine Patzerei sein, aber mit so einem Filetiermesser, wie ich es hier verwende, funktioniert das eigentlich recht gut. Das gibt es in jedem normalen Küchenzubehörsgeschäft oder vielleicht sogar im Supermarkt. Und um das Fleisch dann aus den Mangohälften rauszubekommen, verwende ich ganz einfach einen Löffel. Ein größerer wäre an und für sich einfacher, wenn man da gleich mehr mitbekommt. Aber so ein kleiner Dessertlöffel tut auch. Als nächstes schneide ich die Passionsfrucht auf. Sieht innen so aus, mit vielen, vielen Kernen, die dann in der fertigen Torte als kleine schwarze Punkte zu sehen werden sind. Zum Mischen wird als erstes das Irish Moss mit Wasser gut gemixt, bis keine Klumpen mehr übrig sind. Und dann kommen die restlichen Zutaten dazu, Mango, Passionsfrucht und zum Schluss Öl und Lecithin.
Party ging recht schnell. Die muss jetzt noch in den Kühlschrank und fest werden. Man kann es auch in den Tiefkühler geben und dann halt vorm Servieren ein bisschen antauen lassen, damit es nicht komplett gefroren ist, sondern schön kühl. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und gutes Gelingen und dann Bon Appetit. Bis bald, schönen Tag.